Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schritt auf unserem Weg zur Softwareanwendung, die wir aus unserem objektorientierten Datenmodell generieren bzw. entwickeln. Und nachdem wir jetzt die Verarbeitung der Objekte und die Datenbankzugriff soweit geklärt haben, gucken wir uns in diesem Schritt mal an, wie wir jetzt darauf die eigentliche Webanwendung setzen. Zum Erstellen der Webapplikation nehmen wir jetzt das sogenannte Model View Controller Pattern. Ja, das ist im Prinzip so ein Entwurfsmuster, ja, also wie ein Freistich bei einer Welle, wo man sagt, naja, wenn man das so macht, dann funktioniert es ganz gut, da hat man gute Erfahrungen mitgemacht und das benutzen wir auch. Also das Grundproblem ist ja, das kennen Sie noch aus der Vorlesung über die Webanwendung, dass irgendwie beim Erstellen von Webanwendungen die Datenverarbeitung mit unseren Programmiersprachen und das HTML an irgendeiner Stelle mal gemischt werden müssen. Dass wir sagen, ja, wir müssen jetzt HTML erzeugen. Und um das ein bisschen zu entzerren, gibt es eben dieses Muster. Und wir haben das ja jetzt im Prinzip schon soweit vorbereitet. Also wir haben ja jetzt hier schon mal uns überlegt, wie das aussieht. Also es gibt ja diese Quelle, den Filter und dann eben so verschiedene Basisteile einer Benutzungsoberfläche und eben diese Aktionen, die hier durchgeführt werden. Und die verteilen wir jetzt mal feinsäuberlich auf verschiedene Teile des Programms, sodass wir dann daraus eine Web-Applikation bauen können. Werfen wir mal ganz kurz einen Blick auf den Lebenszyklus von so einem Objekt. Also hier hatten wir ja gesagt, irgendwann geht es los, zwischendurch wird es mal geupdatet und irgendwann wird es wieder gelöscht. Wenn wir jetzt mal schauen, was wir für Aktionen haben können, dann sind das ja einmal dieses Ausführen von Aktionen, dann das Editieren von Objekten, das Auswählen von Objekten, das Auflisten von Objekten. Ne? Das ist ja so das, was sich aus dem, was wir uns schon vorher überlegt haben, ergibt. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie das zusammenhängt, dann wird es wohl so sein, dass es irgendwo eine Aktion gibt. Ja? Also was weiß ich möchte was bestellen. Es wird ein Warenkorb angelegt, der ist leer. Ja? Und den kann ich dann erstmal editieren. Das hängt ja wahrscheinlich relativ oft zusammen. Während des Laufens, also während das Objekt lebt, wird es in der Regel so sein, dass wir das aus irgendeiner Liste fischen, ja, ausselektieren und dann eben editieren. Ja. Also hier werden wir wahrscheinlich den gleichen Dialog benutzen können, aber das haben wir ja in unserer Nicht-Web-Anwendung bisher auch so gemacht. Ja, und beim Delete wird es ähnlich sein. Also es gibt hier wahrscheinlich irgendwie so eine Art Auflistung. Dann wähle ich was aus, das wird dann gelöscht und in der Regel kommt dann irgendwie eine Aktion, die ausgeführt wird, ja, dass dann irgendwie, was weiß ich, ein Startschirm angezeigt wird oder ein schade, dass Sie nichts bestellen, beehren Sie uns bald wieder und solche Sachen. Wenn wir uns das mit den Relationen angucken, dann ist es einen kleinen Tick komplizierter. Also in der Regel ist es ja so, es gibt irgendeine Aktion und dann brauche ich ja irgendwie zwei Objekte. Ne? Die kann ich mir jetzt zum Beispiel beschaffen, indem ich einfach die aus zwei Listen auswähle. Ne? Einfach sequenziell hintereinander, also auflisten, auswählen, auflisten, aufwählen, auswählen und dann habe ich eben zwei Objekte und erstelle die Relation. Beim Update wird es ähnlich sein. Also ich habe irgendwie so eine Liste mit Objekten in der Regel und da gibt es dann irgendeine Aktion dran, die mit der Relation zusammenhängt. Ja, dann kann ich irgendwie auflisten, was weiß ich, ein anderes Ende auszuwählen. Ja, ich ziehe um. Ja, ich wähle also, sage ich möchte umziehen. Ja, dann wird also der User aufgelistet, der umziehen möchte. Na, dann wähle ich den aus, sage Umziehknopf, gibt also eine Aktion. Ja, dann wähle ich halt die neue Stadt, in die ich ziehe, ja, und wähle die eben aus und dann wird eben die Relation umgeswitcht. Ne? Also einmal auswählen User, einmal auswählen Stadt und dann eben dann, also anzeigen User und anzeigen Städte und dann auswählen von der Stadt. Das gleiche wird beim Löschen so sein, also wenn Sie jetzt sagen, ich möchte irgendwie die Relation zwischen zwei Objekten löschen, dann wird es in der Regel so sein, Sie listen das auf, dann gibt es irgendwie so einen Aktionsknopf, dann listen Sie die Gegenstücke auf, ne? Also wenn ich zum Beispiel sowas sage, ich möchte aus einem Bestelldatensatz einen Bestelldatensatz aus einer Bestellung rauslöschen, dann wähle ich erstmal eine Bestellung aus, dann wähle ich aus dieser Bestellung den Bestelldatensatz aus, der wird dann selektiert und dann entsprechend gelöscht. Und dann gibt es halt die Aktion, dass ich das irgendwie bestätige. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie wir das auseinanderklamüsert kriegen, ne, dann gucken wir nochmal ganz kurz, wie sieht es eigentlich aus. Also das hier sind ja im Prinzip so Dinge, wo ich mir
meine Objekte angucke und so ein bisschen mit deren Attributen interagiere. Das hier sind eher so Dinge, die ich ausprogrammiere, also tatsächlich was passiert. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, also irgendwo müssen ja auch die Daten und das Datenmodell sein, das wird ja wahrscheinlich hier oben irgendwo bei der Quelle sein. Das heißt, das werden wir jetzt mal überlegen, wie wir das verteilen. Also wir gucken uns jetzt die Architektur mal an und schauen uns dann an, was wo in dieser Architektur auftaucht. Also das ist jetzt mal so die ganz einfache Model View Controller Architektur. Ja, also hier hinten, das haben wir schon mal irgendwo kennengelernt. Da hängt halt die Datenbank mit dem Modell, ja, und dann hier irgendwie so Load und Store. Da kann man eben die Daten irgendwie aus der Datenbank sich rausholen und kann sie dann auch wieder reinspeichern. Ja, wenn sich hier was ändert, dann kriegt der Controller eine Nachricht, dann kann der irgendwie so Dinge machen wie E-Mails verschicken oder Pop-ups öffnen oder sonst irgendwas. Ja, der Controller ist nämlich der, der wirklich nachher die Aktionen ausführt, ne? Also dieses, ich möchte eine Relation löschen oder ich möchte tatsächlich etwas tun, ich möchte Daten verändern, das macht der Controller. Ja, das ist so ein bisschen ein Paradigmenwechsel. Ursprünglich hatten wir ja immer alles, was wir gemacht haben, an die Objekte direkt dran programmiert. Hier gibt es jetzt so einen, der eben diese Objekte updatet. Ja, dann gibt es hier so einen Teil View, heißt der. Den sieht der User. Das ist im Prinzip unsere Benutzungsoberfläche in ihrer Darstellung. Ja, und da gibt es dann eben die Knöpfe drin. Deshalb gibt es hier so zwei gedachte Pfeile. Einmal natürlich, ich kann hier einen Knopf drücken, dann passiert im Controller was. Ja, und auf der Ebene darüber ist natürlich so, dass der User diesen Controller benutzt. Also am Controller sagt, mach mal irgendwas. Ja. Und dann eben entsprechend der Controller den View updatet. Ne? Also Stichwort, Sie löschen irgendwie einen Bestellungssatz, dann sagt er, ja, Bestellungssatz ist gelöscht. Ne? Das wollen Sie natürlich im View sehen. Ja, oder diese Abfrage, wollen Sie den Datensatz wirklich löschen? Ja, das sind alles Sachen, die wollen Sie sehen. Das heißt, hier wird der View geupdatet. Und wenn der Controller dann was am Modell geändert hat, also an den Objekten, ne, dann landet das natürlich auch wieder in der Datenbank. Also, wenn wir das mal so verteilen, was wir haben, also alles, was irgendwie mit Datenbank und Modell und Datenablage zu tun hat, landet hier in dem Modell, ja, also Database. Hier sind ja Tabellen drin und hier haben wir Objekte. Alles, was irgendwie mit diesen Aktionen zu tun hat, landet hier in diesem Controller, also wird ausprogrammiert in der Programmiersprache, die wir verwenden. In unserem Beispiel C#, aber das Pattern gibt es auch für PHP und andere Sprachen. Und dann bleibt im Prinzip bei dem View das, was wir uns überlegt haben, so diese ganzen Formulare, die wir so haben, also diese ganzen Dialoge, dass ich irgendwas auswähle, dass es dargestellt wird in der Liste, dass ich es editieren kann, dass ich so Rückfrage-Dialoge habe, ob ich tatsächlich was löschen will und so weiter. Und wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, naja, also das geht im Prinzip alles von hier aus, ne? Also das ist ja das, wo wir vorgeben, womit wir arbeiten. Und dementsprechend gibt es sogenannte Scaffolder. Das heißt, ich gebe mein Modell vor, deshalb haben wir das Modell mit der grafischen, mit dem grafischen Tool von Visual Studio erzeugt. Ja, und dann kann ich daraus Controller und Views schon mal generieren, also so grundsätzliche. Ja, und bei den grundsätzlichen ist klar, da geht es dann um List, um was auszuwählen und entsprechend irgendwas zu editieren. Ne? Also diese Sachen kann ich ja schon erzeugen. Die sind ja quasi immer gleich. Ne? Wenn irgendjemand ein Objekt hat und an diesem Objekt hängen irgendwie Strings dran, Name, Vorname und so weiter, dann ergibt es ja Sinn, einen Dialog zu bauen, der entsprechend so zwei Stringfelder dann eben anzeigt. Analog zu dem Aufbau von unserer App und von unserem Test fügen wir jetzt einfach in unsere Solution noch ein zusätzliches Projekt ein, was dann eben diese Web-Anwendung ist, ne? Also das, was dann im Webserver läuft. Also hier New Project. Und dann sehen wir hier, alles klar. Wir machen jetzt mal hier ASP.NET. Und da gibt es jetzt hier Web Applications. Auch hier wieder, ne? Also wir gucken, dass wir das Framework nehmen. C#, ja, dass das alles passt. Und wenn wir da jetzt auf Next klicken, dann fragt er, wie das heißen soll. Ja, und bei uns heißt es dann Stadt, Land, Fluss, Web, ja, so können wir nennen, wie man möchte, aber ich nehme es halt jetzt mal als Web, als Suffix, damit wir es nachher wiedererkennen. Und jetzt fragt er, nach welchem Schema wir das aufbauen wollen. Ne? Und wir haben ja eben gesagt, wir machen das nach dem MVC-Schema, alles klar, also lassen wir das hier an. Wir machen jetzt mal im ersten Schritt keine Authentifizierung rein, da kann man auch die internen die Authentifizierungsmechanismen vom Webserver mitgebrauchen.
HTTPS mache ich jetzt auch einfach mal aus. Ja. Und dann machen wir das mal an. Was wir jetzt hier sehen, ist eine ASP.NET Web-Anwendung. Wenn ich jetzt hier die mal als Startanwendung festlege, dann sehen Sie, erscheint hier oben auf einmal irgendwie so in dem Play-Button ISS Express. Ja, das ist unser Webserver, das Internet Information Server von Microsoft. Und dahinter steht in Klammern der Browser, den Sie eingestellt haben. Ich habe jetzt hier mal den Edge, das heißt, wir werden das Ganze jetzt im Edge sehen. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann sehen wir, dass da auch ein Debugger angeht. Und wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man, okay, also das ist jetzt schon mal so eine kleine Web-Anwendung. Ja, also die sieht so ein bisschen aus, wie man sich das vorstellt. Also hier oben gibt es irgendwie so Home, Contact und so weiter. Das ist im Prinzip alles schon mal drin. Ja, wir werden die jetzt einfach erweitern. Ja, da gibt es dann eben die Scaffold dafür, die uns die aufs Datenmodell aufsetzen. Und damit wir ans Datenmodell drankommen, müssen wir jetzt natürlich hier unter References noch die Referenz auf unsere libdb hinzufügen. Ja, das ist ja die Datenbank Schnittstelle, die ist ja da drin. Da sind ja alle unsere Objekte drin. Und jetzt analog zu der App-Config, die wir schon kennen, gibt es hier eine Web-Config. Das ist auch wieder so ein XML-File. Und da sehen Sie hier unten, ja, das ist alles XML. Da gibt es jetzt noch keine Einstellung für die Connection Strings, was man erwarten würde. Dazu gehen wir jetzt nochmal auf den NuGet Package Manager und lassen uns mal hier das für die ganze Solution anzeigen. Ja, und jetzt sehen wir hier Installed Entity Framework. Das brauchen wir natürlich jetzt, ne? Also er muss wissen, was er tut. Und das installieren wir uns jetzt in dieser Web einfach noch nach. So, schön alles immer abnicken, das sind ja die Lizenzen. Ja, ohne Lizenz dürfen Sie es eh nicht benutzen, da muss man sich also vorher Gedanken drüber machen. Gut, jetzt haben wir also dieses Entity Framework auch in der Web-Anwendung drin. Und dann packen wir jetzt auch noch in diese Web-Config unseren Connection String rein. Ja, wir haben hier unsere Providers, also Entity Framework ist hier schon eingebaut. Und hier ganz unten unter die Einstellung vom Entity Framework, da empfehle ich einfach noch die Connection Strings mit reinzubauen und dann nehmen wir den Connection String, den wir eben in unserer App-Config drin hatten, ne? Also hier mit dem Stadt-Land-Fluss-Model und eben unserer Stadt-Land-Fluss-Datenbank auf der lokalen SQL-Express-Instanz. Ne? Also einfach reinkopieren und dann findet der das auch. Ja, und das können wir jetzt benutzen und wenn wir sagen, okay, das soll hier unser Datenmodell-Lieferant sein. Ne? Also der soll jetzt hier aus der Library reinkommen. Wir sehen auch hier gibt es ja schon Ordner Models. Also wenn Sie das jetzt alles miteinander verknoten wollen, können Sie natürlich auch die Modelle hier in dieser Web-Anwendung pflegen. Aber davon rate ich allerdings ab. Ja? Also machen Sie das schön getrennt in der Library, dann können Sie es auch schön benutzen, wo Sie wollen. So, dann haben wir es auch schon fast geschafft. Nachdem wir ja jetzt von Model View Controller zumindest mal einen Teil schon gesehen haben, werden wir uns jetzt im letzten Schritt noch damit beschäftigen, wie wir die Standard-Views herstellen. Und dann sind wir mit den Grundlagen eigentlich durch und den Rest muss man dann eben ausprogrammieren.